Jetzt kommt Werbung. Mo. Und Julia. Kata. Tonne. Eberhard. DJ. Rocky. Nelly. Spy. Nico. Alle sind dabei. Lasst uns in Disneys kurzer Pause. Schulstress. Ich will nach Hause. Pausenchecker. Chaos. Pflicht. Noch mehr Spaß verträgst du nicht. Alter, du bist echt der Größte. Ach Mo, sag doch sowas nicht. Ich bin der Allergrößte. Und jetzt erzähl mal, hast du den Eltern die Ausrede aufgetischt, die ich dir gesagt habe? Klar, stell dir vor, sie haben mir nicht in den Hausarrest gestrichen. Ich bekomme sogar noch extra Taschengeld. Ich habe immer gewusst, ich bin ein Genie der Ausreden. Tanne, was geht denn bei dir? Hat dir etwa jemand 120 Salamibroten weggegessen? Salamibrote, hast du welche? Quatsch. Also was ist los? Ich hab Hunger. Das ist nichts Neues, kauf dir halt was. Würde ich ja, aber meine Mutter hat mir das Taschengeld gekürzt, seitdem ich mit dem Sechser in Mathe heimgekommen bin. Ah, wenn das mal kein Fall für den Meister aller Ausreden ist. Taschengeld, Tonne, ich hab's. Sag deiner Mutter, dass du unbedingt die Kohle brauchst. Für eine Spende. Und zwar an die Schule zur Einrichtung einer neuen Cafeteria. Wir bekommen eine neue Cafeteria. Das ist ja klasse. Quatsch, Tonne, hör doch mal richtig zu. Das ist nur eine Ausrede für deine Mutter, damit sie das Geld rausholt. Echt klasse. Ich gehe sofort nach Hause. Du bist ein Genie. Ich weiß. Aber Alter, du bist der Meister der Ausreden. Und ich bin der Meister der guten Ideen. Wird langsam Zeit, dass wir uns zusammentun und eine Firma gründen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Mo, der neue Geschäftspartner. Willkommen bei Ausreden und Co. Ausreden für alle zum Sonderpreis. Ganz frisch hier vom größten Ausredenmeister der ganzen Schule. Ach Mo, der ganzen Schule? Der ganzen Welt. So, wer ist der Erste? Lass mich durch, sorry. Aber ich hab's wahnsinnig eilig. Ich brauch dringend eine Ausrede. Wozu zum Vordrängeln? Aha, sehr witzig. Es geht um Leben und Tod. Naja, dann ist er der Richtige für dich. Also, was gibt's denn so Wichtiges? Oh, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich leide. Meine Mutter will mir kein neues Schminkzeug mehr kaufen. Sie sagt, ich soll erst das aufbrauchen, was ich noch habe. Das kann sie doch nicht ernst meinen. Ich dreh noch durch. Hilf mir. Tut mir leid. Da fällt mir gerade nichts ein. Okay, verstehe. Was willst du? Also, ich will jeden Morgen einen Weckanruf. Dann holst du mich mit dem Fahrrad ab und bringst mich zur Schule. Oh, für neues Make-up würde ich dich sogar auf dem Rücken tragen. Auch nicht schlecht. Los jetzt, sag schon die Ausrede. Ganz einfach. Sag deiner Mutter, dass es an der Schule einen neuen Kurs gibt. Nämlich Kosmetizismus. Was ist Kosmetizismus? Ja, Kosmetizismus. Eine neue Kunstrichtung. Schminken am Beispiel von Einstein. Ich kann doch meiner Mutter nicht erzählen, dass ich neue Schminke für Einstein brauche. Warum denn nicht? Der sieht doch eh immer so blass aus. Hm? Besser? Die Herren von Ausreden und Co. machen eine kurze Pause. Eine Dose Cola, 5 Schokoriegel, 8 Buntstifte, brandneuer Zirkel. Gar nicht mal so schlecht. Ich nehme mir die Freiheit und erinnere an die alte Volksweisheit, die besagt, dass Lügen stets kurze Beine haben. Lass stecken, Strebi. Mo und ich tun schließlich was Gutes. Wir haben doch alle was von. Vor allem wir. Aber ich werde das Gefühl nicht los, dass Strebi noch was auf dem Herzen hat. Stimmt's, Alter? Ja, auf solch direkten Wege befragt, bleibt mir wohl kaum mehr die Möglichkeit auszuweichen. Ich gestehe, ich ertrage meinen 8-jährigen Mathematik-Nachhilfeschüler keinen Tag länger. Na schön. Strebi, für dich gibt's eine Ausrede gratis. Strebi, Mathe-Nachhilfe? Sag seinen Eltern, dass du in der letzten Arbeit eine 3 gehabt hast und nicht mehr gut genug bist. Oh, nichts auf der Welt werde ich eine solche Schmach von mir behaupten. Mir schaudert. Okay, dann halt nicht. Zweiter Versuch. Sag ihm, dass du ein Alien vom Jupiter bist. Gekommen bist, um die Erde zu erobern. Da handelt es sich doch um haltlosen und sinnfreien Schabernack. Jeder normale Mensch weiß doch, dass es auf dem Jupiter keine entwickelte Lebensform geben kann. Strebi, der Kurze ist S8. Der weiß das noch nicht. Vertrau Nico einfach. Nun gut, ich werde dem Ratschlag folgen. Prima, das macht dann 3 Monate Hausaufgaben für uns beide. Quatsch, die macht er doch eh schon. Ich will 1A Spickzettel für sämtliche Mathearbeit. Also eben hieß es doch noch, dass dieses Beratungsgespräch mit keinerlei Gegenleistung meinerseits verbunden sei. Moritz, du sagtest doch...
Eine Ausrede ist gratis, die zweite kostet. Boah, Alter, wenn das mal nicht ein super Job ist. Schau mal, eine Wahnsinns-Sonnenbrille, oder? Ganz ehrlich, dir steht sie eh besser als Katharina. Ach, sieh an, ihr lacht also. Natürlich, uns geht's super, sollen wir heulen? Keine Sorge, das werdet ihr noch schnell genug. Haben wir da irgendwas verpasst? Allerdings, wie bereits vorhergesehen, bekamen eure Lügenmärchen kurze Beine und brachten uns alle hier in höchste Not. Beispielsweise begab sich mein Nachhilfeschüler auf direktem Wege zu seinen Eltern, die dann die meinen informierten, welche natürlich nur zu gut wussten, dass es auf dem Jupiter kein intelligentes Leben gibt. Also schieben sie meine Entgleisung auf das Entsetzlichste. Wie denn, dass es eine Woche nicht zur Schach AG? Wäre es doch wohl nur dies. Nein, ich darf einen ganzen Monat lang nicht mehr nach dem Abendbrot in meiner neuen Enzyklopädie blättern. Und bei mir war es noch viel, viel schlimmer. Ich musste meine Nägel kürzen, um Nagellack zu sparen. Meine Mutter hat mir das nämlich nicht abgekauft mit dem Kosmetizismus, Julia. Kosmetizismus. Sie hat sie nicht abgekauft, weil du sie nicht mehr richtig aussprechen kannst. So klappt das ja nie mit den Ausreden. Spart euch eure blöden Ausreden. Keine Ausrede kann euch da rausreden, wo ihr uns mit euren Ausreden reingeredet habt. Was habe ich gerade gesagt? Keine Ahnung, aber ich glaube, das war nichts Gutes für uns. Ohne meine geliebte Enzyklopädie zu sein, bringt mich um. Was du da hast, ich bin total am Ende. Seit 3 Tagen muss ich denselben Lippenstift benutzen. Das bringt mich um. Hey, stehen bleiben, alle beide. Es war beschlossen, dass alle Geschädigten ihren Einsatz unverzüglich zurückerhalten werden. Und dies gilt auch für den von mir erstellten Spickzettel für die anstehende Mathematikklausur. Baby, ganz ruhig, wir machen das schon, kein Thema. Also im Moment ist das ein bisschen schlecht. Weil wir haben nämlich ausgerechnet heute Morgen alles zu Hause liegen lassen. Nico? Nee, Alter, das war doch ganz anders. Hast du schon vergessen? Wir haben doch das ganze Zeug meiner Mama gegeben, weil sie es für diese Wohltätigkeitsveranstaltung bei der Kirche gebraucht hat. Moritz! Ich glaube, wir sollten es Ihnen sagen. Noch eine Fliege. Was, eine Fliege? Also gut, ich sag euch die Wahrheit. Wir haben heute Morgen alles in eine große Tüte gesteckt. Und dann wurden wir aber leider auf dem Schuhweg von diesen Räubern überfallen. Ihr habt doch in letzter Zeit von diesen Banküberfällen gehört. Und mach eine Biege. Was ist denn jetzt mit der Ziege? Mach eine Biege, Mo, hopp! Haltet sie auf! Nicht auf der Welt werde ich mich eine solche Schmach hingeben. Also einfach so. Thank you.